Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Ich will Herrn Minister gerne zunächst mit einem Lob und einem Kompliment an die Landesregierung einsteigen, weil ich mich erinnern kann, wie wir schon Mitte 2016, damals ja noch in anderer Konstellation, auch mit den Häusern beraten haben über die Frage, was dieses Datenschutzpaket der Europäischen Union uns als Land bringen wird, als Landesgesetzgeber bringen wird. Und schon damals war klar, dass das ein riesengroßes Paket an Fleißarbeit sein würde. Und alleine, dass Sie sich da durchgekämpft haben mit Ihrem Haus, dafür ein Dank und ein Kompliment. Es war ein Verfahren mit breiter Beteiligung, das haben Sie gerade hervorgehoben. Aber es ist natürlich auch ein Verfahren, das uns jetzt in eine Situation bringt, die dem Ganzen eigentlich nicht gerecht ist, weil es ist doch ein ziemliches Hoppla-Hopp-Verfahren, wenn wir jetzt am 1. März mit einem Gesetzgebungsverfahren anfangen, das Mitte Mai abgeschlossen sein sollen, dann wird das eigentlich dem Vorhaben so nicht gerecht, denn die Europäische Datenschutzgrundverordnung, um die es ja letztlich geht, ist ein Quantensprung für die Bürgerinnen und Bürger Europas. Es ist ein Quantensprung für den Schutz der Menschenwürde und der Selbstbestimmung. Es ist nicht einfach nur, so wie es manchmal diskutiert wird, ein Verbraucherschutzrecht. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es wichtig, glaube ich, dass alle Rednerinnen und Redner hier in dieser Debatte schon auch die Vorteile dieser Reform für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch die Unternehmen in Europa betont haben. Diese Reform bringt uns mehr Transparenz, sie bringt einen einheitlichen Rechtsrahmen, sie bringt uns endlich einen Rahmen für Datenschutz mit hohen Standards für 550 Millionen Menschen in Europa. Das zeigt nicht nur, dass das eine gute Reform ist, sondern das zeigt auch immer wieder, dass Europa uns etwas bringt, was uns alle in unserem Alltag voranbringt, was uns Vorteile bringt. Ich glaube aber, meine Damen und Herren, dass wir uns auch, gerade weil wir eine zum Teil schwierige Debattenlage bei vielen Umsetzungsfragen dieser Reform haben, auch immer wieder vergegenwärtigen müssen, dass diese Reform auch für Unternehmen Vorteile bringt, insbesondere weniger Bürokratie. Und ich glaube, wir müssen da auch gemeinsam stehen, dass jetzt die Reaktion von vielen Unternehmen, ich bin viel bei Mittelständlern und Startups im Moment unterwegs, die alle sagen, ja, da kommt ja was auf uns zu und das stellt uns vor immense Herausforderungen. Das erkennen wir natürlich an, aber wir sagen auf der anderen Seite auch, dass es eben nicht die Folge daraus sein kann, dass wir die Standards in Frage stellen, sondern dass wir eben die Wirtschaft bestmöglich auch bei der Umsetzung dieser Reform unterstützen. Auch deshalb haben wir ja zur rot-grünen Zeit massiv Stellen bei der LDI zusätzlich aufgebaut. Meine Damen und Herren, damit komme ich aber schon zu der Frage, die uns jetzt eigentlich beschäftigen muss. Jenseits des Gesetzgebungsverfahrens, das vor uns liegt, müssen wir uns auch darüber unterhalten, wie schaffen wir es, dass diese Reform nicht nur Gesetzeslage wird, denn es gibt ganz viele Rückmeldungen in den Gesprächen, die ich aktuell führe, wo die Datenschutzgrundverordnung für Versäumnisse beim heute schon geltenden Datenschutzrecht verantwortlich gemacht wird und einfach Baustellen, die eigentlich heute schon bestehen müssten, jetzt endlich mal an die Oberfläche kommen. Also es geht nicht nur um Gesetzesrealität, sondern es geht auch darum, dass Datenschutz tatsächlich gelebt werden muss, dass neue Regeln nicht nur rechtlich implementiert werden, sondern dass sie auch tatsächlich gelebt werden. Und da ist aus meiner Sicht eine Herausforderung, die wir alle gemeinsam angehen müssen. In der politischen Bewertung dieses Gesetzentwurfs muss man dann, glaube ich, jetzt mal sehr genau hingucken. Ich habe mich jetzt eher auf allgemeine Aspekte beschränkt. Kollege van den Berg, auch Kollegin Freimuth haben ja schon konkretere Punkte angesprochen, über die wir sicherlich in den Ausschussberatungen miteinander sehr intensiv reden müssen. Denn die Tatsache alleine, dass die Landesregierung sich viel Arbeit gemacht hat, dass da eine Fleißarbeit jetzt auf unserem Tisch liegt, die bringt uns ja noch nicht nach vorne, sondern wir sehen, dass es eben die Umsetzung dessen, was Europa beschlossen hat, plus die Bundesgesetzgebung, das umgesetzt in Landesrecht, aber es ist eben kein politischer Gestaltungsanspruch dahinter. Herr Kollege Gerlings hat es gerade so schön gekleidet, dass Sie einen schlanken Umsetzungsweg oder so. Das ist aber nur ein Synonym für fehlenden politischen Gestaltungsanspruch. Und da hätte ich mir schon gewünscht, dass Sie als
Landesregierung, dass Sie als regierungstragende Fraktion auch mal hingehen und sagen, wir können hier in Nordrhein-Westfalen noch konkret gestalten im Interesse der Bevölkerung, dafür sorgen, dass wir hohe Datenschutzstandards hier dann auch tatsächlich sicherstellen. Und da ist leider im vorliegenden Gesetzentwurf aus grüner Sicht zu wenig gekommen. Insofern darf ich Ihnen versichern, wir werden da genauso Fleißarbeit leisten, wie Sie das im Vorfeld getan haben. Wir werden auf die Schwächen und die Lücken aufmerksam machen. Ich komme zum Schluss. Und wir werden dann auch konkrete Verbesserungen vorschlagen, ganz im Sinne einer konstruktiven Opposition bei einem so wichtigen Thema für alle Menschen in Europa. Vielen Dank.